bis er durchdreht. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Mordors Schatten des Krieges, eher gesagt, oder Schatten des Wahnsinnigwerdens. Trifft's für Boot Sauerlippe eigentlich recht gut. Die arme Sau. Tut mir eigentlich leid. Weil er war mal ein Kommandant und hatte Gefolgsleute unter sich, bis er verraten wurde, alles verlor und dann letztendlich in den Wahnsinn getrieben wird. Und so ein Blödmann wie mir, der sich daraus einen Spaß macht, so gesehen, einen so lange zu ärgern, bis er komplett durchknallt. So, wo haben wir ihn? Wo ist Boot? Wo ist er denn? Da! Schnauze! Kuckuck! Folge dich! Fische! Ja, ich glaube, tiefer sinken kann er eigentlich nicht mehr. So, wo ist er denn jetzt? Er ist auf jeden Fall noch da. Das ist schon mal etwas. Oh, jetzt ist er ganz unten in der Karte. Du denn? Du hast die Sonnenbrille aufgemalt? Danke für die Infos. Guten Tag. Na, no, wie ekelhaft ich dich. Oh, hallo. Einfach nicht durch. Er will nicht durchdrehen. Warum macht er das nicht? Ich will das nicht durchdrehen. Kuckuck. Oh, na komm, du dreh doch schon endlich durch. Ich bilde mir Dinge ein. Gib mir doch einfach, dass ich Heathman. Blöde Sau. Das kann doch nicht sein. Schnellreise. Ah. Mann. So. Ich meine. Und wiedergefunden. Und zum x-ten Mal. Und wieder nicht durchgedreht. Oh. Das kann echt nicht wahr sein. Das kann jetzt mittlerweile echt nicht mehr wahr sein. So oft ich das jetzt hier schon probiert habe, okay, ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es funktioniert, dass jemand durchdreht. Allerdings wäre es mal schön, wenn er es mal tun würde. Es wäre einfach nur für ihn besser. Na los, komm! No. Du wirst dich beugen.
Du willst jetzt durchdrehen. Oh Mann! Warum dreht der Pisser einfach nicht durch? Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, mittlerweile ist mir scheißegal. So. Ich habe echt keine Lust mehr, diesen blöden Pisser die ganze Zeit zu jagen. Das geht mir echt auf die Nüsse. Ich habe jetzt keine Ahnung, über 20 Minuten den Kerl gejagt und immer wieder beschämt und beschämt und beschämt und beschämt. Dieser Häuptling setzt mächtige Waffen ein. Wende sie gegen ihn. Und der blöde Pisser will und will einfach nicht durchdrehen. Mann! Dieser kleine Mensch ist wieder da. Ich hasse es, wenn er zu mir kommt. Was muss ich? Ich muss seine Belagerungsbestien. Ich töte Feinde mit einem Belagerungsbestien-Teil. Okay, gut, das Ding ist da hinten. Es war nur ein Echo. Ich darf keinen Alarm auslösen. Ja, herzlichen Glückstrom. Ja, danke. Ich würde lieber den Menschen pack die Köpfe abhaken. Guck, guck! Wie soll ich das denn bitte schön machen, ohne dass ich da irgendwie großartig das auslöse? Das schaffe ich doch niemals. Okay, an sich habe ich es eigentlich geschafft. So, wie war es? Töte 5 Feinde mit einer Belagerungsbeste. Achso, 15 Feinde. Auch gut. Oh, Bombs. Ja, da unten haben wir auch noch einen. Will sonst noch einer was? Nicht. Ich bin hier oben. Hallo? Seht ihr mich hier nicht? Ich mache hier Terror. So richtig viel! Ich werde euch alle töten! Habe ich schon erwähnt, dass ich keine Schüsse mehr habe? So, Entschuldigung. Oh! Ich habe euch mal hier so eine steinerne Statue hingestellt. Okay, gut, der klappt einfach so in sich zusammen. Warum auch nicht? Kuckuck! Hops! So war es eigentlich nicht geplant, aber gut. So ist es nun mal leider gelaufen. Oh nein! Dass die Belagerungsbestie zerstörerisch ist. Aber wir hatten sie für den Feind aufgehoben. Wer hat die Überraschung verdorben? Ich war's. Überraschung. So. Amok. Dann komm mal her. Was hast du denn bitte schön? Oder was hast du nicht? Amok. Er ist ein leichtes Ziel und er hat Furcht vor Morgai fliegen. Na, herzlichen Glückwunsch. Haben wir hier irgendwelche Morgai-Fliegen in der Nähe? Nö. Wie sieht's mit Gift aus? Okay, also. Das mag er nicht so. Ich bringe die Dunkelheit. Und die Dunkelheit will dich. Ich werde deine Augen schließen. Und du wirst sie nie wieder öffnen. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne geht mit mir. Hier unten hole ich meine Elfgeschosse raus und nach oben haue ich sie rüber. Was hältst du davon? So. Arm auf die blöde Pappnase. Hoppala! Oh nein, du bist gebrochen. Und wo? Und jetzt gehörst du mir, blöde Arschsau. Wende dich von deinem Herrn ab und diene ihm.
Ich diene als dein Auserwählter. Jawohl, danke schön. Da. Tschüss. Ja. Rekrutiert. Besten Dank. So, damit, wenn mich nicht alles täuscht, sollte ich auch einen mehr in den Reihen haben. In den oberen Reihen. Gucken wir doch einfach mal nach. Nö. Wo ist Amok? Wo ist denn Amok? Ich hab hier nur Boot. Boot, die blöde Sabberlippe. Komm her. So. Du blöde Pissau. Es ist nicht richtig, dass wir diese Sklaven bleiben. Wie mache ich das jetzt noch einmal? Einfach nur deswegen. Und wenn ich den zur Not erst einmal kurz übernehme und dann später rausschmeiße. Nur um den halt komplett durchdrehen zu lassen. Das ist mir scheißegal. Ich werde dieses Achievement auf jeden Fall bekommen. Komm mal her. Du wirst durchdrehen. Oh Mann! Das ist doch zum Kotzen. So, Charakter. Habe ich das Ding überhaupt an? Schlimmer als der Tod. Ja, ich habe es an. Es besteht aber auch eine kleine Chance, dass das Tier tatsächlich stärker und so zu einem gefährlichen Irren wird. Haben wir bisher einmal gehabt. Ich möchte, dass das gerne noch einmal passiert. Genau bei diesem Blödarsch. Warum? Weil es ein Achievement gibt. Und ich will dieses Achievement haben. Ah. Mann! Das kann doch nicht sein. So, was haben wir jetzt hier auf der Karte? Haben wir noch irgendwas Bestimmtes? Wir haben da hinten nochmal Blutsauberlippe. Und ich kann keine Schnellreichen. Ah. Und? Es kann schon mal sein, dass ich hier und da mal vorbeilaufe. Das ist kein Grund auszurasten. Moment, warte mal. Hier, euer Rudelheim ist da ein bisschen kaputt. Hallo? Wo ist hier der gebrochene Karagor? Also, so, und jetzt müssten wir doch eigentlich die Aramizen auch gehören. Ja, bitteschön. Bitte, ich hab dich gerettet. Hab ich gern getan. Oder auch nicht. Irgendwie reichen oder haben da eben die Mieten versucht, die andere Miete kaputt zu machen. Aber das ist egal. Das stört mich entscheid. Wo ist Boot? Boot die Sabberlippe. Ich muss ihm dringend etwas sagen. Und zwar, ich habe mich dazu entschlossen, ihn meine Reihen mit aufzunehmen. Aber vorher muss er noch einmal durchdrehen. Oder ich versuche ihn noch einmal durchdrehen zu lassen. Einmal noch, obwohl das eigentlich unnötig Zeitverschwendung ist. Eigentlich, es ist komplette Zeitverschwendung, den Kerl noch einmal versucht durchdrehen zu lassen. Aber vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht ist es dieses Mal das eine Mal, wo er doch nicht durchdreht. Oder wo er anfängt durchzudrehen. Haha! Nein! Hau ab! So. Nein! Oh Scheiße! Ihr blöden Pissviecher! Das hättet ihr nicht machen dürfen! Ihr habt Boot tot gehauen! Ihr seid so scheiße! Oh fuck! Na toll! Markt! So ein Dreck. So, du bitte hier rein.
kein Platz für Gefolgsmänner. Möchtest du ein Duell zwischen Gefolgsleuten erstellen? Dieser Vorgang ist unumkehrbar. Nein! Richtig fair. Da haben wir noch irgendwas anderes. Nee, Blödsinn. Einmal zurück. Weißt du, wieso ich hier bin? Ich übe Rache für Bruce. Wenn ich fertig bin, war der Tod von Bruce nur eine Streicheleinheit. Ich will nichts sagen. Warte. Du denkst, dass du ungestraft Angst in Mordor verbreiten und dir den Weg frei foltern kannst? Das hat jetzt ein Ende. Ein für alle Mal. Wer bist du? Blutsbruder? Treuer Blutsbruder von Gast der Angeber? Bas der Angeber und Gast der Angeber? Moment. Bas der Angeber? Aber du? Haben wir hier irgendwo einen anderen Angeber noch? Eigentlich nicht, ne? Wo ist ein Gaster-Angeber? Okay. Charaktere, ich hätte da mal so dran gehen. Ich würde, falls möglich, einmal bitte kurz beschwören. Und zwar dies hier, ich könnte einen Leibwächter gebrauchen, betonen, den ich jetzt gleich mal so gerne für mich außer Kuchen Wermwürfel sein haben. Ich bräuchte mal gerade eben einen persönlichen Dusch. Leibwächter. Dankeschön. Diesen Leibwächter würde ich mal gerne herbeirufen. Und abgesehen davon, du Idiot, ich habe Bruce nicht lange getötet. Du kannst dich gerne zu ihm gesellen, der ist nämlich noch im Markt rein. Ich soll etwas durchgeschneiden. Das ist alles. Aber er ist da. Ach ja, und im Übrigen, ich hab mir mal mein kleines Haus hier vorstellt. Das ist Anton. Und Anton, der Grau, der mag solche Idioten wie euch nicht leiden. So, das habt ihr jetzt davor. Komm mal her, mein kleiner Grau. Ich muss hier mal so ein bisschen Randale schieben. Ich muss hier mal was klarstellen, ja? Ihr beide, ihr seid nämlich doof. So, und euch hau ich jetzt bei Grund und Boden. Mit einem von euch beiden werde ich beschämen. Andern werde ich keine Ahnung, was mit ihm anstellen. Aber check es einmal. Erst einmal werde ich... Der ist entführt, ja? Schön, dass der entführt ist. Okay, gut, jetzt ist er weg. Gut. Und ich dachte schon, der verreckt mir. Das wäre nämlich extrem scheiße gewesen. So! Bitteschön! Das haben wir jetzt damit schon mal klargestellt. Nummer 1. 2. Und... Unterwirf dich mir! Ich werde nicht sagen, du wirst dem Hellen Herrn verdienen. Mit Leichtigkeit bezogen. Tschüss. Aha.
sehr knapp. Hoppala! Geh! Sag bloß, du bist feuerfest! Gerade wenn man denkt, man hätte alles gesehen. Komm her! Bitte was? Scheißegal. Ich werde das jetzt anders machen. Wir kämpfen uns nur schrittweise voran. Wenn wir in die richtige Richtung gehen, spielt es keine Rolle. Ja, eben. Es ist egal, wie groß die Schritte sind, um zum Ziel zu kommen, selbst kleine Schritte bringen einen weiter. Das ist das, was man nicht vergessen darf. Gerade dann, wenn man große Projekte irgendwie immer vor sich hat, die immer sehr langsam vorangehen, nicht vergessen, jeder Schritt nach vorne ist ein Schritt weiter zum Ziel. Ich weiß, es hört sich jetzt so ziemlich doof an, aber wieso? Man hat leider nie von jetzt auf gleich alles. Das funktioniert nicht. So. In der Nähe ist ein Ork-Lager. Dann komm mal her. Oh, hallo! Wen haben wir denn da? Hoppala! Das war der falsche Idiot. Den sollst du haben. Ah ja. Moment. Und ich heiße Bruce. Kennen wir uns schon? Du
kommst mir bekannt vor. Ah, ich bin Bruce, mal nebenbei. Eigentlich bist du das, aber von mir aus kannst du auch gerne Bruce spielen. Da will ich nichts geben. Überraschung! Opfer da! Oh nein! Wurde ich vorhin nicht dumm? Tja, dann sollst du mich aber noch ein bisschen damit zurechtfinden. Ach, finden! Weil das werde ich so ein paar Mal machen! Bevor ich die breche! Du wirst fliehen! Du bist mein! Du wirst mir dienen! Warum? Das Mordor erfährt von deinem Versagen. Du machst dir damit keinen Gefallen. Du machst dir damit keinen Gefallen, nicht? Mann! Ich bin ganz stark am Überlegen, wie ich diese Scheiße hier schon wieder schneiden soll. Ich habe nämlich angefangen und habe versucht, diesen Brut die Sabberlippe da erstmal in den Wahnsinn zu treiben. So, jetzt versuche ich diesen hier in den Wahnsinn zu treiben, einfach nur, damit der eiserne Wille weggeht. Weil damit kriegt man den nämlich weg. Das geht damit. Das habe ich schon mal hingekriegt. Ich weiß zwar nicht mehr, bei wem das war, aber ich habe das schon mal hingekriegt. Der hatte erst seinen eisernen Willen und dann plötzlich hat er den nicht mehr gehabt. So. Wo bist du? Na, herzlichen Glückwunsch, das ist jetzt so eine Sache. Der kann jetzt hier überall und nirgends sein. Das ist echt super. Ja! Ach ja. Eiserner Wille. Widersetzt sich bei der Rekrutierung in deiner Armee, Chance, diesen Effekt beim Beschämen zu entfernen. Ich mach das jetzt noch einmal. Einfach nur deswegen, weil. Es Blutsbrüder sind. Die beiden komischen Hoshis. Und es gibt einen Quest dafür, dass man Blutsbrüder aufeinander haut. Du kennst mich doch. Ich bin Bruce. Mir geht's gut. Du bist definitiv nicht Bruce. Aber es ist geil, dass es eingebaut haben, dass die Leute so dermaßen durchdrehen können. Bruce kommt nicht ohne. Haha. Tritt in den Arsch! Butcher! Ja, übrigens! Ich bin so leicht feurig hier oben! Hoppala! Oh nein! Das kannst du nicht mit mir machen! Ich bin Bruce! Niemand legt sich mit Bruce an! Ach, weißt du was? Eigentlich ist mir das scheißegal! Hoppala! Du bist nicht Bruce. Okay, wo ist dein Bruder? Wo ist dein jämlicher Bruder? Ich vermisse da so jemanden. Jemand, der da rumschreit und sagt... Komm her! Ich will dir die Rübe abreißen! Oder irgendwie so eine Scheiße. Aber wenn ich den einen Bruder jetzt getötet habe, dann brauche ich den anderen auch nicht mehr.